Scripts of Google Maps be by local storage, like session storage, dann ist quasi die Benutzeroberfläche so lange blockiert, wie ich Daten lese oder schreibe. Das ist in vielen Fällen kein Problem, also es ist nur vom GZ-Settings abzulegen oder ein wirklich Key-Value Store im Sinne von zwei kurze Strings, ist es kein Problem, aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine binäre Datei lade, Base64 kodiere und dann irgendwie 60 oder 80k irgendwo hinschreibe, dann wird es bemerkbar machen in der UI, weil eben Teil der UI oder die UI dann nicht mehr reaktionsfähig ist. Man kann dem Problem begegnen, indem man Web-Workers einsetzt. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Threads, oder? Genau, also Web-Workers ist einfach nur Threading. Das Problem ist dann, dass man sich selber darum kümmern muss, dass diese Daten nicht dirty werden. Ja? Also ich bin kein großer Parallel-Computing-Nerd, aber es ist einfach so, dass du halt, wenn du quasi mehrfach in denselben Bereich schreibst, ja, dass du halt irgendwelche... Ja, das ist Synchronisieren. Das ist deine Aufgabe. Ja. Aber das Problem hast du immer. Das habe ich mich vorhin schon gefragt bei dem asynchronen Zugriff auf die Datenbank, ob da halt nicht das Problem entstehen kann. Nee, die Datenbankstellen ist eben sicher. Also das ist der springende Punkt. Die haben nativ asynchronen Zugriff, weil die eben... Aber die blocken dann die einzelnen Objekte? Die sorgen eben dafür, dass es eingetaktet wird. Das ist ja auch das, was zum Beispiel so eine MySQL-Datenbank macht, wenn du irgendwie schreibst. Also da musst du dich ja auch nicht drum kümmern, dass... Hi. Hi. Noch mehr? Schade. Wahnsinn. Also ich vermute mal, dass es sowas ist, als wenn du mit einem Dateisystem arbeitest, schreibst du ja auch mal in den Datenstrom rein. Erst wenn du einen Flash machst, wird es wirklich... Genau, also das ist normalerweise ein Datenbanksystem, das von dir weg abstrahiert. Ja? Du schreibst einfach in die Datenbank, aber du musst dich nicht darum kümmern, dass mit jemand anderes auch in dem Bereich schreibst und du in einem anderen Thread oder so. Das Problem ist halt, dass du, wenn du das selber mit Webworkers machst, du dich da selber drum kümmern musst. Was wahrscheinlich irgendwie keinen Spaß macht. Hab's noch nicht ausprobiert, aber in dem Fall wird man dann wahrscheinlich eher ein anderes Verfahren verwenden. Anderes Problem ist eben die Verwaltung von binären Daten. Also die FileSystem-API ist ja dafür gemacht, eben binäre Daten zu verwalten. Auch in MySQLite-Datenbank kannst du eben binäre Daten speichern, eben in sogenannten Blocks. Also man nennt es auch, also in der Webentwicklung nennt man es auch Data Islands. Ja. Also man hat halt eben binäre Daten, die irgendwie für sich alleine leben, die in irgendeiner Form angesprochen werden können über die API, und wenn man die irgendwo speichern will, dann packt man die halt in so einen Block und dann ist es weg. Wenn man binäre Dateien, also eigentlich klassisch Grafiken eben, die man irgendwie cachen will, wenn man Grafiken mit einem anderen Verfahren speichern will, das eben nur Strings versteht, dann hat man die Möglichkeit eben Strings Base64 zu encodieren, weil alle modernen Browser auch mit sogenannten Data URIs umgehen können. Data URIs sind einfach zum Beispiel Grafiken, die in eine URI kodiert sind, und zwar Base64. Das heißt, du kannst quasi eine Base64 kodierte Grafik in einen Stream speichern und dann einfach in deinem HTML-DOM einsetzen. Das ist ziemlich geil, und das ist mit Sicherheit auch das, was die Financial Times macht. Also ich kann euch das nachher nochmal zeigen. Weil die eben auch egal, welches Format man da einsetzt. Also die so da versteht, wie es auch Base64 kodiert denn. Genau, also ich glaube, dass ich müsste es lügen, ich glaube, dass IE6 und IE7 nur mit PNG-Grafiken umgehen können, aber alle anderen Browser haben, soweit ich weiß, kein Problem damit. Anderes Problem mit Base64 ist natürlich, dass also gerade Base64 Encoding dauert. Und es gibt auch keine Base64 Encoding API in dem Sinne im Browser. Das heißt, man verwendet das Canvas-Element. Also man packt eine Grafik in ein Canvas-Element und kodiert dann das Canvas-Element Base64, weil eben das geht. Wenn man ernsthaft mit großen Mengen von Grafiken arbeitet, dann macht es wahrscheinlich Sinn, die auf dem Server schon Base64 kodiert zu speichern und dann eben den String zu übertragen in den Client.
Aber wird ja auch größer. Wird auch größer, ja. Ich glaube so 30-70% größer. Das also Decoding, die ausgeht. Das Decoding ist nicht so teuer? Decoding ist nicht so teuer und das macht auch der Browser einfach mit dann. Also man müsste es jetzt mal benchmarken, aber ich würde sagen, es ist kein großes Problem. Okay. Weil eben der Browser nativ, also dafür gibt es eben eine native API, weil er das einfach versteht. Das ist auch eigentlich gängige Praxis, Base64 kodierte Grafiken zu verwenden, zum Beispiel in CSS. Also zum Beispiel Icons oder Schlagschatten als Base64 kodierte Files direkt in CSS-File einzubinden, um die Anzahl der Requests niedrig zu halten bei mobiler Webentwicklung zum Beispiel. Also das ist durchaus was, was in der Praxis auch verwendet wird und auch nicht erst seit jetzt. Warum führt man den nicht grundsätzlich zusammen? Also ich habe letztens zum Beispiel sowas gelesen, da habe ich mit unserem Google-Toolkit bei der Website untersucht. Und die haben gesagt, ich sage mal einfach die ganzen Bilder zu einem großen Bild zusammenfassen. Zwei Feeds, genau. Und dann quasi mit Offsets und ja. Profil arbeiten. Ja, das ist auch Standard. Machen viele Webanwendungen heute. Ja. Es gibt auch Tools, die das Serverseite für dich generieren. Wäre ja schon. Also in dem Fall wäre das auch sowas, das könnte man quasi das Base64 encodieren und dann auch mit ins Slideshield einbinden. Wobei man natürlich das auch immer dann in Relation sehen muss, wenn du das kleinteilig machst, hat das Ganze. Wenn du das komplett kleinteilig machst, hat das Ganze immer das Problem, dass es in Umständen auch ein kleiner Teuer ist, was man in dem Fall nicht haben will. Und man hat das Problem, dass es eben auch ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand ist, also wenn du das Beispiel von Hand erstellst und dann immer von Hand pflegen musst, zum Beispiel, ist das ein unheimlicher Aufwand. In dem Moment, wo du ein System hast, das es natürlich abdeckt, macht es natürlich immer Sinn, sowas zu verwenden. Ja, dann noch eine Sache ist, ich habe jetzt Sachen geschrieben, die alle nicht in allen Browsern funktionieren. Das ist natürlich ein Problem, wenn man es in der Praxis verwenden will und keinen Bock hat, verschiedene Varianten, verschiedene Browser zu schreiben. Deswegen gibt es verschiedene Möglichkeiten, oder verschiedene Leute haben sich dazu schon Gedanken gemacht. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Sachen rausgesucht. LawnShare ist was, was ziemlich verbreitet ist. Das ist vom selben Typ, der PhoneGap entwickelt hat. Also das ist was, was speziell mobile Browser adressiert, um eben Cross-Browser, also eine Cross-Browser-API zu haben, um Daten zu speichern. Und die werden dann eben je nachdem, was zur Verfügung steht, eben in WebSQL oder in IntDB gespeichert. Und es orientiert sich in seiner API wohl lose an Couch, also an CouchDB. Deswegen heißt es auch Launcher, ja. Weil, like a couch, just smaller and for outside, ja. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, das werde ich wahrscheinlich auch in meiner Masterarbeit verwenden. Eine ganz einfache, simple Alternative ist Kissy. Hat jemand von euch mit schon von Ender gehört? Ender.js? Das ist eine Paketverwaltungslösung.